Bist du bereit? Bin ich. Gut, geh in Stellung. Was hast du da? Eine Muschel. Ach, für wie dumm hältst du mich? Klar ist das eine Muschel. Sieht aus wie die, die Rico mit in die Schule gebracht hat. Ja, genau. Rico hat sie mir nämlich geschenkt. Aha. Ich wollte wissen, warum du sie dir ans Ohr hältst. Psst. Ich höre das Meer rauschen. Das Meer? Ja, wie die Wellen ans Ufer schlagen. Psst. Zeig her. Lass mich auch mal hören. Hey, jetzt warte doch mal. Oh, bitte! Lass mich auch mal! Na gut, hier. Ich kann nichts hören. Versuch es weiter. Das ist ganz leicht, glaub mir. Du musst nur die Augen schließen und dir dann vorstellen, wie du am Meer stehst. Wirklich? Oh ja! Es funktioniert, jetzt höre ich's auch. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Kann ich sie haben? Die gebe ich nicht weg. Sie ist ein Geschenk. Hä? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, du kannst die Muschel nicht haben. Sie ist ein Geschenk von Rico. Ach so. Mist! Ihr zwei schon wieder. Was lungert ihr vor meinem Laden herum? Wollt ihr mich etwa auch bestehlen? Also, Nein, nein. Wir dachten nur, dass sie vielleicht eine Aushilfe suchen. Und wie kommst du auf so einen Unsinn? Dann war es wohl ein Missverständnis. Ich dachte nur, weil sie so einen schönen Laden haben, wo jeder gern einkaufen will. Oh, danke. Das ist nett von dir, Heidi. Das ist nicht nett, es ist wahr. Genau. Und da fällt bestimmt viel Arbeit an. Na, das kann ich euch sagen, wenn ihr wüsstet, was ich alles... So ein Geschäft ist sicher nichts für Faule. Wäre es da nicht gut, einen Helfer zu haben? Oh, das schon. Es wäre eine enorme Entlastung. Vor allem jetzt, wo wir mit der Inventur beschäftigt sind. Aber unglücklicherweise können wir uns das nicht leisten. So ein Unsinn, Johann. Und ob wir das können? Wir sind doch keine Bettler. Natürlich nicht, mein Schatz. Und ich weiß auch schon jemanden. Peter kann für Sie arbeiten. Er macht das bestimmt gut. Wieso nicht? Wirklich? Ich könnte jeden Tag nach der Schule im Laden aushelfen.